Zurück bei Andruck, dem Pressetalk, und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Auftritt des neuen Anführung Messias, Abführung Friedrich Merz, und was in der CDU passiert. Und wir werden auch darauf noch kommen, was muss in der SPD passieren, damit sie vielleicht wieder gewinnen kann oder nicht. Aber bleiben wir noch mal bei Herrn Merz. Sie sind ja nun sehr skeptisch, ob er gewinnen wird. Aber es muss ja, die beiden anderen müssen ein Profil schärfen gegen ihn. Wenn Herr Merz zu stark nach rechts rückt und das wiederholt, was er immer gesagt hat, ja, und vor allen Dingen die These mit den 132 Euro Hartz IV, die er ja in der Pressekonferenz abgestritten hat, das gesagt hat, die taucht nun plötzlich wieder auf. Wird ihm das nicht ein bisschen das Genick schon anfangen zu brechen? Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt dann die deutschen Medien langsam anfangen, den richtig fertig zu machen. Das glaube ich schon. Sie meinen, darüber aufzuklären. Genau. Weil, also eben, ich fand jetzt auch seine Vorstellung, ich hätte auch eine gewisse Sympathie, wenn die CDU ein bisschen weiter nach rechts rutschen würde. Und wenn ich von Rechtsrutsch spreche, dann meine ich eigentlich vor allem sozusagen, dann fühle ich mich so ein bisschen in dem Mindset dieser CDU-Delegierten rein. Und die würden natürlich Spahn oder zumindest viele würden Spahn oder Merz als einen Rechtsrutsch empfinden. Aber Sie sind schon. Ich würde sagen, selbst Laschet empfindet den Merz nicht als Rechtsruck, sondern seine Warnung geht ja insbesondere in Richtung Spahn. Ich gebe Benedikt Neff hier zur Abwechslung mal völlig recht, dass der Jens Spahn mit seiner klaren Positionierung zum Thema Migration, zum Thema innere Sicherheit quasi gesagt hat, wir müssen an der Stelle ein Stück weiter nach rechts gehen, die konservativen Wähler, die wir an die AfD verloren haben, von dort zurückholen. Das wird, da sage ich ja, am Schluss aber auch Merz machen müssen. Merz wird an der Stelle nicht so unverbindlich bleiben können, wie er das bei diesem Auftritt in der Bundespressekonferenz probiert hat. Aber wir dürfen vor allen Dingen nicht vergessen, wenn es jetzt um das Thema geht, Hartz IV und irgendwelche Äußerungen von Merz. Im Moment geht es nicht um die Bundestagswahl, im Moment geht es darum, für ihn eine Mehrheit unter den Delegierten des Parteitages zu finden. Die Delegierten des Parteitages bestehen zum ganz großen Teil aus Funktionsträgern. Das sind Bundestagsabgeordnete, das sind Landtagsabgeordnete, das sind sonstige Funktionsträger. Die wollen doch jemanden haben, von dem so das Signal nach außen geht, Hurra, Hoffnung, es geht wieder aufwärts. Und darum werden die Merz wählen und die werden sich nicht davon stören lassen, dass irgendeine Zeitung vielleicht in einem falschen Zusammenhang irgendein Zitat von Merz über Hartz IV bringt. Ja, und sich gegen Angela Merkel abzugrenzen, was anderes zu zeigen, das ist ja überhaupt keine schwierige Nummer. Angela Merkel, die erinnert mich so ein bisschen an den jüngeren Wilhelm II., der sagte, ich kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch mich. Deutsche. Nur noch Deutsche. Ja, würde Angela Merkel nicht sagen, aber die regiert im Grunde wie ein überparteilicher, was wir noch nie hatten, überparteilicher Kanzlerpräsident. Und ich glaube, diese Nummer geht nicht lange gut. Spätestens nach der Europawahl wird man einfach merken, es gibt frischen Wind in der Union, egal wer Chef wird. Und da sitzt vorne immer noch seit 13 oder dann 14 Jahren Angela Merkel. Und da die Möglichkeit da ist, über Angela Merkel hinauszudenken, umso negativer wird sie gesehen. Und da gab es, muss ich ihm noch mal oder seine Zeitung noch mal loben, die Kommentare zum Merkel-Rücktritt, der kein freiwilliger Rücktritt war, die waren in Deutschland, das waren Elogen, eine noble Entscheidung, großartig, sie klebt nicht am Amt. Einer der wenigen Kommentare war in der Neuen Zürcher Zeitung, da wurde aber ordentlich kritisiert und gesagt, was sie auch ist, nämlich jemand, der am Amt lebt, jemand, der die deutsche Politik über die Maßen dominiert hat, jemand, der Fehler machte 2015 mit diesem weißen Elefanten und nie was tat, um diesem weißen Elefanten ein paar Kunststückchen beizubringen. Nun ist das die Ära Merkel ja bald beendet. Ja, und eben, da muss man auch sagen, also Merkel ist ja auch ein Produkt dieser CDU-Delegierten und darum denke ich auch, muss man vielleicht auch noch so ein bisschen Stolzaspekt bei dieser Wahl reinbringen. Ich meine, wenn diese Delegierten jetzt Friedrich Merz wählen würden, wäre es eigentlich, könnten sie auch sagen, wir
wir waren die letzten 10 Jahre voll Idioten. Wir haben uns geirrt. Ja, also das geht ja eigentlich gar nicht. Wie man Merkel so abklatschen kann die ganze Zeit, also beklatschen und dann Friedrich Merz wählen. Und vielleicht noch ein Punkt zu Kramp-Karrenbauer. Ich glaube, diese Frau muss eben jetzt gar nicht so viel liefern. Das zeigt ja auch, dass sie sich jetzt mal Zeit lässt. Die Männer, die strampeln sich ab in der FAZ oder in der Bundespressekonferenz in 20-minütigen Vorstellungen, wenn auch nur. Aber sie wird sich jetzt ein bisschen absetzen müssen von Merkel und ich glaube, das wird schon reichen. Ein bisschen mehr Konservativismus, ein bisschen Kritik zur Migration und dann geht die durch. Erst ist im Widerspruch hier stattgegeben. Ich würde nicht sagen, dass die Delegierten quasi den Eindruck haben müssten oder eingestehen müssten, wir haben geirrt, indem wir Merkel gewählt haben, weil es nie einen Zweikampf an der Parteispitze zwischen Merz und Merkel gab. Merz, und das ist das, was ich kritisch gegen ihn formuliere und was ich auch glaube, was er jetzt ausräumen muss. Merz ist unpolitisch in dem Sinne, dass er 2002 in der Situation, als Stoiber und Merkel relativ logisch für jeden erwartbar gesagt haben, jetzt wird Angela Merkel, weil sie auf die Spitzenkandidatur in der Kanzlerwahl verzichtet hatte, zum Dank mit Hilfe von Stoiber Vorsitzende der gemeinsamen Bundestagsfraktion von CDU und CSU. In der Situation hätte Merz sagen müssen, Leute, ja, ich bin Politiker, ich habe jetzt mal eine Schlacht verloren, ich wäre gerne selbst Fraktionschef geworden, akzeptiere ich halt im Moment, sind die Mehrheitsverhältnisse von diesen beiden übermächtig, kann ich nicht gegen an, ich warte auf meine Chance, ich verlasse mich darauf, dass ich insgesamt der Bessere, der Kühlere, der Brillantere bin, irgendwann werde ich die Merkel zur Seite schieben und selbst Fraktionsvorsitzender werden. Stattdessen hat er damals sich erstmal zurückgezogen, ist ein paar Jahre später ganz aus dem Parlament ausgezogen. Diese Form von beleidigt reagieren, das ist nicht Politiker-like. Da muss man quasi sich neue Allianzen aufbilden, auf den günstigeren Moment warten. Das muss er ablegen. Also er muss jetzt quasi beweisen, dass er ein Politiker ist und nicht nur jemand, der dann, wenn alles für ihn läuft, zur Stelle ist. Ja, wahrlich, das kann er aber nicht ablegen. Das habe ich ja mehrfach auch in den Blättern gelesen in den letzten Tagen. Ja, manche sagen, da hat er wie ein Feigling reagiert, er ist abgehauen. Ja, wir argumentieren fast wie Historiker. Also Dinge sind so passiert, wie sie passiert sind. Jetzt ist eine Situation da, wo Luft ist und da kommt Merz. Nicht komplett überraschend, weil es gab vorher auch Kontakte zu manchen in der CDU-Fraktion, zu Friedrich Merz. Aber dann hat sich das Window of Opportunity, also so ein Fenster aufgetan und da kam Merz zurück. Und ich fand es sympathisch, ohne dass ich je Delegierter bei der CDU sein könnte. Ich fand es sympathisch, dass er sagte, es gibt Leute, die gehen in die Wirtschaft, die arbeiten in ihrem Job und er hat tatsächlich einen Job und die dann wieder zurückgehen, wenn es eben eine Gelegenheit gibt. Ich glaube, man muss schlichtweg abwarten, wie sich die Diskussion entwickelt, wie sich Kramp-Karrenbauer präsentieren wird, ob sie die Loyalität zu Merkel in Stückchen wenigstens aufgibt. Und dann müssen wir warten auf den 6. Dezember oder 7. Dezember. Es ist einfach lustig, wenn ein Mann kommt und eigentlich einen klaren Markenkern fordert für seine Partei und dann eine so beliebige und schwammige Vorstellung macht, oder? Also, man muss ja auch wissen, er wollte eigentlich vor der Bundespressekonferenz überhaupt keine Fragen beantworten. Eigentlich wollte er nur ein Statement geben und danach nach Hause gehen. Da haben ihn quasi die Kollegen dort gezwungen und gesagt, nein, wenn, dann aber auch mit ein paar Fragen. Und das war dann kurz. Er wollte sich sein Pulver noch einigermaßen trocken halten und dann sukzessive nachlegen. Aber da stimme ich ja wieder zu, er muss nachlegen. Er muss wir werden noch eine Angleichung bis zum Ende der Sendung erreichen. Aber vielleicht noch etwas zu diesem Window of Opportunity. Das finde ich, das ist wieder ein Aspekt, der eigentlich für Merz spricht. Weil der hat jetzt, der kam jetzt sozusagen aus dem politischen Exil, hat jetzt fast 10 Jahre gewartet. Der will jetzt, für den hat der Zeitpunkt gestimmt. Für die beiden anderen Kandidaten war der Zeitpunkt komplett schlecht. Spahn hätte jetzt lieber noch irgendwie 2 Jahre irgendwie als Gesundheitsminister gewirkt, hätte sich profilieren können, hätte den Deutschen zeigen können, ich bin nicht nur der Asylheim. Man kriegt nicht immer alles, und, was man haben will. Ja, das ist zum rechten Zeitpunkt. Wie geht denn, Rolling Stones zitiert. Wie geht denn Merz damit um, mit den Vorwürfen, er habe nun für eine
eine Hedgefonds für Heuschrecken gearbeitet. Er hat ja in der Bundespressekonferenz gesagt, das ist nicht so. Ja. Er hat nicht gearbeitet, sondern er beaufsichtigt die Arbeitenden. Ja, das liegt ja, ja, es liegt ja offen auf der Hand, das lässt sich ja gar nicht uminterpretieren. Da muss das einfach breit annehmen und sagen, genau, das habe ich getan. Es lässt sich ja nachverfolgen, was er die Jahre über getan hat. Da lässt sich auch wenig ruminterpretieren und vielleicht, das war die Süddeutsche Zeitung sein, der Spiegel, wird das sein, der sagt, oh, da hat jemand furchtbar viel Geld verdient, noch mehr als, Martin Schulz hat da jemand, oh, ist das schlimm. Vielleicht ist es nicht schlimm, erst sind die Delegierten gefragt und dann in ein paar Jahren wird man sehen, wie sich das macht. Und dann hat nämlich Friedrich Merz Zeit, sich als Parteipolitiker zu beweisen. Und das könnte einfach für uns Journalisten eine spannende Nummer sein, ein spannendes Theaterstück zu machen. Da kommen wir in der letzten Runde noch dazu. Und was wäre es? Wenn man... ja, es könnte sein. Ja. Wenn ich mir das angucke, Parteitag, Sie sagen, das sind Funktionsträger, und da sind ja auch viele Frauen dabei, und da gibt es viele Sozialpolitiker, die sagen, mit so einem Mann wie Merz könnte vielleicht eine Rückkehr sein zur alten CDU, die man als kapitalistisch und unternehmerfreundlich angesehen hat. Ja, aber ich glaube, die CDU leidet ja im Moment unter zwei Mängeln. Zum einen fehlt ihr die klare Kontur in Sachen innere Sicherheit und in Sachen Antwort geben auf die über lange Zeit unkontrollierte Zuwanderung. Da muss man etwas tun. Das ist das, was Spahn dezidiert angeboten hat und wo Merkel nachschärfen muss, wenn er da mit Spahn mithalten möchte. Und der zweite Punkt, der zweite Markenkern, den die CDU verloren hat, ist ja dieses marktwirtschaftliche, marktfreundliche Profil. Der Mittelstandsflügel zum Beispiel, der setzt darum, die sind gut befreundet mit Jens Spahn, aber die schwenken im Moment eindeutig intern über zu Friedrich Merz, weil sie eben auch sagen, das ist jemand, der wirkt deswegen nicht so, als sei ihm das Schicksal von Geringverdienern gleichgültig, aber er wirkt jemand, der sagt, wir müssen erstmal Konditionen schaffen, Bedingungen schaffen, dass der Mittelstand wieder funktioniert, dass die Wirtschaft wieder funktioniert. Wir dürfen keine sozialdemokratische Politik machen. Wir müssen möglicherweise in einer Koalition mit der SPD Zugeständnisse an sozialdemokratische Positionen machen, aber wir dürfen nicht gleich mit sozialdemokratischen Positionen ins Rennen gehen. Und das war der große Fehler von Angela Merkel, die ja übrigens begonnen hat als eine sehr klare marktliberale, neoliberale Verfechterin eines Modernisierungskurses in Deutschland und in den letzten Jahren dann ganz stark diese große Koalition verinnerlicht hat. Die sozialdemokratischste Kanzlerin wurde. Ja. Sozialdemokratischste, genau. Grünste, ja. Aber nicht CDU-ligste. Kurze Werbepause und dann kommen wir auf das Stichwort, was Herr Graf schon gegeben hat und was ich ja schon leise gehört habe, wie wird die SPD eigentlich reagieren? Herr Neff, nach einer kurzen Werbepause geben Sie uns eine Antwort. Bis gleich.